23,5 Zentimeter, harte Arbeit. Dieses Buch werde ich euch nun vorstellen und Ausschnitte daraus vorlesen. Pongfighter Long John hat hier ein Meisterwerk einer Biografie erschaffen und ich will euch das nicht vorenthalten. Also viel Spaß dabei. Das bin ich. Ich möchte behaupten, ich bin der mit Abstand sexsüchtigste Mensch der Welt. Ja, ich leide unter krankhafter Sexsucht, obschon tatsächlich leiden tue ich darunter nicht. Unbewusst und bewusst denke ich über 100 Mal am Tag an Sex. Ich nahm immer an, mit der Zeit würde es weniger werden, aber da habe ich mich ganz gewaltig getäuscht. Es gibt so viele Millionen Frauen auf dieser Welt und mit meinen 35 Jahren hatte ich gerade mal 4.400 von ihnen. Da sind also noch ein paar wenige, die ich unbedingt haben möchte. Denn ich liebe den Sex und ich brauche ihn wie die Luft zum Atmen. Mit 13 Jahren habe ich das erste Mal onaniert und war sofort süchtig. Seit damals machte ich es mir mindestens ein bis zweimal täglich. Es gibt höchstens zwei oder drei Tage im Jahr, an denen ich darauf verzichtet habe. Ganz schlimm wurde es, als ich mit 18 meinen ersten Fick erlebte. Meine arme Freundin musste jeden Tag dreimal herhalten. Vor der Arbeit, nach der Arbeit und am Abend vorm Einschlafen. Wenn ich mal nachts wach wurde, konnte ich nur dann wieder einschlafen, wenn ich sie kurz fickte. Selbst während meiner Lehre zum Maler und Lackierer trieb ich es nicht. Zum Glück hatte meine Freundin ebenso viel Bock wie ich. Einmal fickten wir das ganze Wochenende durch. Wobei die Wochenenden immer sehr verfickt waren. 20